Wer für den Antrag des Parteivorstandes in der Fassung der Antragskommission ist, den bitte ich um sein Kartenzeichen. Dann frage ich jetzt, wer mit Nein stimmt. Es sind 642 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 362, mit Nein 279 und eine Enthaltung. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Alter, was? Nachdem die CDU bereits in der letzten Woche nach Abschluss der Sondierungsgespräche den Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht hat, freuen wir uns und begrüßen, dass die SPD dies heute auf ihrem Parteitag auch getan hat, nach intensiver und durchaus kontroverser Diskussion ein positives Resultat gegeben hat. Und damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen.